Ja, kommen wir zum dritten Teil. Erst einmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Es geht jetzt um blaue Biotechnologie und das Recht des geistigen Eigentums. Was blaue Biotechnologie ist, wurde ja eben schon von Professor Kirchner erläutert, anhand auch von einigen Beispielen und Umsetzungen im Bereich Arzneimittel und Kosmetik oder auch im Bereich Medizin. Jetzt geht es mir erst einmal darum zu erklären, was ist denn überhaupt geistiges Eigentum? Was versteht man unter geistigem Eigentum? Im Rahmen dieses Workshops gehen wir erst einmal von einem weiten Begriffsverständnis von geistigem Eigentum aus. Und zwar orientieren wir uns da an den Regelungsgegenständen des WTO-Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, Ihnen vielleicht auch bekannt unter dem Namen des sogenannten TRIPS-Abkommens oder des sogenannten TRIPS-Übereinkommens. Das heißt, geistiges Eigentum umfasst nach diesem TRIPS-Übereinkommen sowohl den sogenannten Patentschutz als auch den Markenschutz, die geografischen Herkunftsangaben, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, um nur einige Schutzrechte zu nennen. Patentschutz dürfte Ihnen vielleicht am bekanntesten sein, neben dem Markenschutz. Hier im Rahmen dieses Workshops geht es heute auch insbesondere um den Patentschutz. Patente, das sind insbesondere Schutzrechte zum Schutz eben von technischen Erfindungen, die gewerblich anwendbar sind. Also klassisch kennt man das anhand von Maschinen- oder Verfahrenspatenten, Arbeitsverfahren, Herstellungsverfahren. All das kann patentiert werden. Markenschutz ist Ihnen vielleicht bekannt in Abgrenzung kurz dazu. Marken können insbesondere sein Wörter, können sein Bilder, können sein Farben. All das ist dem Markenschutz zugänglich, um nur jetzt mal zwei herauszugreifen aus dem großen Bereich des geistigen Eigentums. Hier geht es nun insbesondere heute um die blauen Biotechnologien und Patente als ein Schutzrecht im Bereich des geistigen Eigentums. Sie müssen sich das so vorstellen, das Patentrecht wurde mit der Entwicklung der Biotechnologien vor neue Herausforderungen gestellt, denn die Frage war, inwieweit kann man denn lebendes Material einem Patent unterstellen, dem Patentschutz zugänglich machen? Inwieweit ist denn das überhaupt möglich? Der Patentschutz für Mikroorganismen wurde dann relativ früh auch schon bejaht und es wurde gesagt, soweit die entsprechenden Patentvoraussetzungen vorliegen, die wir uns gleich mal näher anschauen, soweit die eben gegeben sind, ist ein Patentschutz für Mikroorganismen durchaus zulässig. Was heißt das jetzt? Es gibt Regelungen. Regelungen, wo wir Vorgaben finden, was denn patentiert werden kann. Wir haben eben gesagt, ja, Mikroorganismen sind dem Patentschutz zugänglich, aber das muss ja nun irgendwo festgehalten sein. Das muss ja nun irgendwo geregelt sein. Angesprochen hatten wir eben das TRIPS-Übereinkommen, das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums. Und dieses Übereinkommen stammt aus dem Jahr 1994 und ist ein Abkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der World Trade Organization, Ihnen vielleicht auch bekannt unter der Abkürzung WTO. Und dieses TRIPS-Übereinkommen, das geht insbesondere zurück im Rahmen der WTO, als ein Abkommen im Rahmen der WTO geht insbesondere zurück auf Bestrebungen der Industrieländer, wie insbesondere der USA, und sollte neuere und schärfere Standards für den Patentschutz in den Mitgliedstaaten der WTO einführen. Jetzt gehen wir mal rein in das TRIPS-Abkommen. Schauen wir uns das mal an, dieses TRIPS-Übereinkommen. Was heißt das denn jetzt genau? Patentschutz nach dem TRIPS-Übereinkommen. Patentschutz für blaue Biotechnologien. Was umfasst das genau? Was müssen da die Voraussetzungen sein? Denn wir haben ja gehört, das ist durchaus möglich, wenn die Patentvoraussetzungen gegeben sind. Jetzt ist die Frage, was sind denn diese Voraussetzungen? Und das beantwortet uns Artikel 27 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens.
denn da heißt es, Patente sind letztendlich Erfindungen auf allen Gebieten der Technik. Und entscheidend ist, dass ein Erzeugnis dann patentierbar ist, wenn es neu ist, wenn es auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und wenn es gewerblich anwendbar ist. Was ist neu? Neu sind grundsätzlich Erfindungen, die vor dem Anmeldetag, ein Patent muss angemeldet werden. Ein Patent kriegt man nicht einfach so, ein Patent muss man anmelden bei einem Patentamt. Und neu sind letztendlich alle Erfindungen, die nicht zum Stand der Technik vor dem Anmeldetag gehört haben. Das heißt, die vor dem Anmeldetag also nicht bekannt waren. Solche Erfindungen sind neu. Der Öffentlichkeit also nicht bekannt, sei es durch schriftliche, sei es im Rahmen von schriftlichen Werken, sei es durch mündliche Bekanntgaben. All das, was einem nicht bekannt ist, ist erst einmal neu und ist eine Patentierungsvoraussetzung. Erfinderische Tätigkeit also ist nur etwas patentierbar, was neu ist, was auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Was ist erfinderische Tätigkeit? Das sind all solche Tätigkeiten, die dem Fachmann letztendlich aus dem Stand der Technik vor dem Anmeldezeitpunkt nicht zugänglich waren. Also wo man nicht sagt, ich bin jetzt Fachmann auf diesem Gebiet und es ist doch eine ganz klare Geschichte aus dem Stand der Technik, aus dem, was mir bekannt ist, dass wir beispielsweise diese Schlussfolgerung aus dieser Erfindung ziehen können. Das heißt, es muss ein besonderer erfinderischer Schritt sein. Es muss etwas Neues sein. Es muss etwas sein, was nicht schon bekannt ist. Dann haben wir eine erfinderische Tätigkeit. Und die dritte Voraussetzung, um ein Patent anzumelden, ist letztendlich, dass es auch gewerblich anwendbar ist. Ich muss es gewerblich nutzen können. In irgendeinem Bereich des Gewerbes, einschließlich der Landwirtschaft. Jetzt gab es immer wieder Diskussion, inwieweit denn Erfindungen von genetischen Meeresressourcen überhaupt neu sind und damit auch patentfähig sein können. Weil man hat ja gesagt, mein Gott, da wird etwas patentiert, was es doch eigentlich schon in der Natur so gibt. Es ist doch eigentlich schon so vorhanden. Wie kann es denn sein, dass das dem Patentschutz zugänglich ist? Und da wurde halt überwiegend oder es wird überwiegend vertreten. Wir gucken uns das gleich auch noch mal genauer an, wo das vertreten wird und wo das auch entsprechend rechtlich fixiert ist, dass es ja anspruchsvolle technische Prozesse machen, die erst die Gewinnung von genetischem Material eben zur Verarbeitung in Arzneimitteln oder in Kosmetika oder in Medizin möglich machen. Und aufgrund dieser anspruchsvollen technischen Prozesse ist es natürlich dann auch möglich, dass entsprechend Patente erteilt werden. Wieder vor den Voraussetzungen, dass ein Patent immer die Anforderung hat, es muss neu sein, es muss eine erfinderische Tätigkeit vorliegen und es muss gewerblich anwendbar sein. So, das finden wir auch in einer Richtlinie. In einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen Schutz von biotechnologischen Erfindungen. Das ist die Biotechnologie-Richtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 1998. Und da hat die Europäische Union entsprechende Regelungen fixiert zu biotechnologischen Erfindungen. Und da finden Sie unter anderem auch, genau wie das im TRIPS-Abkommen als internationales Übereinkommen geregelt ist, wieder diese Voraussetzung eben, dass Erfindungen neu sein müssen, sie müssen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und sie müssen gewerblich anwendbar sein, dann sind letztendlich auch Biotechnologien patentierbar. Und dann steht hier auch ganz klar, ich zitiere einmal aus Artikel 3 Absatz 2 dieser Biotechnologie-Richtlinie, biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens aus einer natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war. Das ist eben diese Diskussion, die ich schon angesprochen habe, wo halt gesagt wurde, naja, wie kann es denn sein, man findet etwas in der Natur und das soll patentierbar sein. Und da sagt die Biotechnologie-Richtlinie ganz klar, naja,
Das kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden ist, weil es letztendlich aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird. Deshalb ist es dem Patentschutz zugänglich. Jetzt gehen wir mal von der europäischen Ebene oder von der Unionsebene wieder einen Schritt höher auf die nächste Ebene, wieder zurück auf die internationale Ebene, nämlich dem TRIPS-Übereinkommen. Kurz nochmal zur Einordnung. Letztendlich die Mitgliedstaaten des TRIPS-Übereinkommens verpflichten sich letztendlich, die Regelungen des TRIPS-Übereinkommens in den Mitgliedstaaten umzusetzen. Das heißt letztendlich, Sie müssen sich das so vorstellen, das TRIPS-Übereinkommen, das sind Minimalstandards und die sind letztendlich von den Mitgliedstaaten einzuhalten im Rahmen ihrer nationalen Patentgesetze. So haben wir in Deutschland beispielsweise das sogenannte Patentgesetz und auch da finden Sie genau diese Anforderungen, die wir uns eben in Artikel 27 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens angeschaut haben oder auch im Rahmen der Biotechnologie-Richtlinie, nämlich man kann nur dann etwas patentieren, wenn es neu ist, wenn es auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und wenn es gewerblich anwendbar ist. Jetzt gehen wir mal in den Absatz 3 des TRIPS-Übereinkommens. Da steht nämlich drin, was wir für Ausnahmen haben, was eben nicht einer Patentierung zugänglich sein kann. Da steht drin, vom Patentschutz dürfen die Mitgliedstaaten dagegen diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren für die Behandlung von Menschen und Tieren ausnehmen. Und dann im Buchstaben B des Artikel 27 Absatz 3 findet man, vom Patentschutz dürfen die Mitgliedstaaten ferner den Schutz von Pflanzen und Tieren als solchen und im Wesentlichen biologische Verfahren für die Züchtung von Pflanzen und Tieren ausnehmen. Und jetzt geht es weiter, jetzt kommt der interessante Teil wieder für unser Thema heute. Rückausnahme ist für Mikroorganismen und mikrobiologische und nicht biologische Verfahren vorgesehen. Das heißt, für Mikroorganismen, mikrobiologische Verfahren muss ein Patentschutz bestehen nach dem TRIPS-Übereinkommen. Das ist vorgesehen, das ist die Vorgabe für die Mitgliedstaaten. Ihr könnt Ausnahmen machen, ihr dürft von mir aus sagen, Pflanzen, Tiere und so weiter sind dem Patentschutz nicht zugänglich, aber ihr müsst Patentschutz gewähren für Mikroorganismen und für mikrobiologische Verfahren. Also eine ganz klare Vorgabe im Bereich des TRIPS-Abkommens für die jeweiligen Mitgliedstaaten des Übereinkommens. Jetzt nochmal die Schlussfolgerung. Das heißt, nach diesem Übereinkommen, nach dem TRIPS-Übereinkommen, müssen damit weite Bereiche der Biotechnologie patentfähig sein. Das haben wir gerade anhand der Regelung festgestellt. Das ist jetzt allerdings ein krasser Widerspruch zu dem bisherigen nationalen Recht vieler Mitgliedstaaten dieses TRIPS-Übereinkommens, insbesondere nämlich der Entwicklungsstaaten. Hier war ein weiter Ausschluss der Patentfähigkeit, insbesondere beispielsweise von Pharmazeutikern, vorgesehen. Nun ist es aber so gewesen, dass die Mitgliedstaaten, dass die jeweiligen Staaten, also insbesondere die Entwicklungsländer, ein großes Interesse daran hatten, Mitglieder des WTO-Abkommens oder Mitglieder der WTO zu werden. Und insoweit mussten sie dann auch das TRIPS-Abkommen mit akzeptieren, sodass sie letztendlich auch die Vorgaben zum geistigen Eigentum mit akzeptieren mussten und letztendlich im Rahmen einer Umsetzungsfrist jetzt ebenfalls festlegen müssen, dass eben, wie wir das eben schon festgestellt haben, Mikroorganismen, mikrobiologische Verfahren dem Patentschutz zugänglich sind. Noch eine Vorschrift aus dem TRIPS-Übereinkommen, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das ist der Artikel 29. Da heißt es nämlich, der Anmelder eines Patentes hat die Erfindung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Der Erfinder hat die beste Art der Ausführung der Erfindung anzugeben.
Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man ein Patent anmeldet, ich habe das eben schon gesagt, man bekommt einen Patentschutz nicht einfach so, indem man sagt, ich möchte jetzt ein Patent haben oder indem man einfach eine Maschine baut, ein Verfahren herstellt oder was auch immer, sondern man muss ein Patent anmelden. Und wenn Sie ein Patent anmelden, müssen Sie einen Antrag stellen beim entsprechenden Patentamt. Und sei es nun ein nationales Patent, ein Gemeinschaftspatent oder ein internationales Patent, je nachdem, was Sie anstreben. Und da müssen Sie halt genau beschreiben, wie Ihre Erfindung aussieht. Sie müssen Zeichnungen beilegen, Sie müssen sogenannte Patentansprüche formulieren. Und da ist es halt wichtig, dass man die Beschreibung des Patentes so macht, dass ein Fachmann in der Lage ist, diese Erfindung zu bauen. Ja, man muss also letztendlich seine Erfindung im Rahmen dieser Anmeldung der Patentschrift dann später offenbaren, sagt man. Das heißt, es sind genaue Angaben machen zu den Ausführungen, zum Stand der Technik, zum Verständnis der Erfindung. In der Praxis ist es jetzt häufig schwierig oder wird auch häufig diskutiert und ist auch fraglich, in welchem Umfang diese Informationen dann aber tatsächlich bereitgestellt werden. Insbesondere jetzt auch im Hinblick auf blaue Biotechnologien, im Hinblick auf die genetischen Meeresressourcen, werden da tatsächlich alle Informationen offenbart im Hinblick von, wo kommen diese genetischen Meeresressourcen her? Was wurde genau gemacht? Wie wurde das genau umgesetzt? Also es ist fraglich, ob diese Informationen tatsächlich in der Form, in diesen Patentanmeldungen und Patentschriften offenbart werden. Und insoweit wird halt in vielen nationalen, internationalen Patentgesetzen gerade diese Vorschrift diskutiert. Was muss da genau rein? Was muss da genau offenbart werden? Damit halt klar ist letztendlich, wie diese Erfindung funktioniert und wie sie letztendlich auch umgesetzt werden kann. Und da kommt jetzt die WIPO ins Spiel. Und die WIPO ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum, abgekürzt eben WIPO. Und sie beschäftigt sich im Rahmen des sogenannten Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore seit 2000 mit dem Thema geistiges Eigentum und genetische Ressourcen, nämlich in drei Hauptthemenfeldern. Und jetzt kommt das wieder, was wir eben schon vorgestellt haben im Rahmen dieses Artikels 29 des TRIPS-Übereinkommens, wo eben gesagt wird, es muss halt offenbart werden, die Erfindung muss halt entsprechend im Rahmen der Patentanmeldung offenbart werden und wo wir halt gesagt haben, das ist häufig fraglich, was da tatsächlich offenbart wird. Und da fordert die WIPO Entsprechendes im Rahmen dieser Offenbarung. Was muss da halt genau passieren? Da muss nämlich zum einen gesagt werden, welche genetischen Ressourcen tatsächlich in der Erfindung genutzt werden. Dann auch, wo kommen diese genetischen Ressourcen her? Wo wurden sie, was ist letztendlich der Herkunftsort? Dann natürlich auch die Verpflichtung zur vorherigen Zustimmung. Das heißt, wurden diese genetischen Ressourcen in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen, beispielsweise in der Region, gewonnen und wurden sie auch da entsprechend verwertet. Dann sagt die WIPO auch, es muss auch ein defensiver Schutz von genetischen Ressourcen da sein. Defensiver Schutz heißt einfach, es muss möglich sein, im Rahmen von sogenannten Search Tools oder im Rahmen von sogenannten Datenbanken auch die Patente ausfindig machen zu können, die genetische Ressourcen oder genetische Meeresressourcen enthalten, sodass letztendlich eine Transparenz da ist, dass man sagt, aha, die Patente gibt es bereits schon im Rahmen der blauen Biotechnologie. Und als drittes ist die Forderung da, dass gesagt wird, geistiges Eigentum bei einvernehmlich vertraglichen Regelungen will heißen, dass letztendlich Standardverträge zur Verfügung gestellt werden, wo halt Beispiele gegeben werden, wie eine Lizenzierung im Bereich genetischer Ressourcen aussehen kann. Denn wenn man ein entsprechendes Patent erhält auf eine Erfindung im Zusammenhang mit genetischen Ressourcen, dann ist es natürlich häufig so, möchte man da auch entsprechend Geld mit verdienen. Das heißt, dass diese Erfindung kann entsprechend lizenziert werden,
Was muss in einem solchen Lizenzvertrag drinstehen? Wie muss ein solcher Vertrag oder wie muss eine solche Lizenzierung aussehen? Auch das soll entsprechend transparent gemacht werden und soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jetzt stellt sich immer wieder die Frage, es ist also möglich, haben wir festgestellt, Patente sind möglich im Bereich blaue Biotechnologien. Einige Fragestellungen sind fraglich, einige Fragestellungen werden in diesem Zusammenhang diskutiert, wie wir das gerade im Rahmen der Offenbarung gesehen haben. Jetzt ist wieder die Frage, was heißt das denn genau? Ich habe ein Patent. Das heißt etwas, was neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist. Was heißt das jetzt ganz genau? Also das heißt, und da schauen wir uns den Artikel 28 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens an, der Patentinhaber hat das ausschließliche Recht, ich habe das ausschließliche Recht, das heißt, ich habe das exklusive Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung ganz bestimmte Handlungen vorzunehmen. Das heißt, Dritten ist es ohne Zustimmung des Patentinhabers nicht gestattet, ein entsprechendes Erzeugnis auf das Patentschutz oder ein Verfahren, auf das Patentschutz gewährt wurde, herzustellen, zu gebrauchen, zum Verkauf anzubieten oder zu verkaufen. Ja? Das heißt, ich habe als Patentinhaber das absolute Verwertungsrecht. Ich kann, oder das absolute Nutzungsrecht. Ich kann es Dritten gestatten, meine Erfindung entsprechend zu nutzen oder zu verwerten im Rahmen einer Lizenzierung. Interessant auch, das ist eine begrenzte Schutzdauer. Patente haben eine begrenzte Schutzdauer, nämlich für 20 Jahre. Das heißt, Sie können sagen, Sie haben für 20 Jahre eine sogenannte Monopolstellung. Sie haben für 20 Jahre das exklusive Recht an dieser Erfindung und dann wird diese Erfindung letztendlich gemeinfrei. Das heißt, sie kann dann von jedermann genutzt werden. Jetzt schauen wir uns mal die Vorschrift, also nachdem wir mit den Patenten jetzt einigermaßen, nachdem wir uns mit den Patenten bekannt gemacht haben, schauen wir uns jetzt mal eine interessante Vorschrift im Rahmen des TRIPS-Übereinkommens noch an. Das ist der Artikel 27 Absatz 1 Satz 2 des TRIPS-Übereinkommens. Und da heißt es, Patente sind erhältlich und Patentrechte können ausgeübt werden, ohne dass hinsichtlich des Ortes der Erfindung, ob die Erzeugnisse eingeführt oder im Land hergestellt werden, diskriminiert werden darf. Das heißt letztendlich, dass Mitgliedstaaten des TRIPS-Übereinkommens nicht Patentschutz versagt werden darf, weil das genetische Material beispielsweise aus dem Tiefseeboden, also aus dem Gebiet stammt. Also ganz unabhängig, wo letztendlich beispielsweise, dass die genetischen Ressourcen herstammen, sei es beispielsweise vom Tiefseeboden, aus dem Bereich des Gebietes, ist trotzdem eine Patentierung möglich. So sagt es das TRIPS-Übereinkommen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an den Vortrag, den wir eben gehört haben im Rahmen des Seevölkerrechts, da haben wir ja gehört, dass im UN-Seerechtsübereinkommen ist das Prinzip des im Zusammenhang mit dem Gebiet, dass es da das Prinzip des Common Heritage of Mankind gibt. Das heißt, das Gebiet und seine Ressourcen sind das gemeinsame Erbe der Menschheit. Artikel 136 des UN-Seerechtsübereinkommens. Und dann heißt es weiter, nochmal kurz, um Ihnen das nochmal vor Augen zu führen, Artikel 137, kein Staat darf über einen Teil des Gebiets oder seiner Ressourcen Souveränität oder souveräne Rechte beanspruchen oder ausüben. Wenn jetzt genetische Meeresressourcen aus dem Bereich oder im Bereich des Gebietes gewonnen werden und wenn man sagt, das ist umstritten, das haben Sie eben gehört, das ist ein Legal Gap, inwieweit die genetischen Meeresressourcen tatsächlich den Regelungen des Gebietes unterliegen. Aber wenn man jetzt sagt, naja, die kommen aus dem Bereich des Gebietes und das ist das gemeinsame Erbe der Menschheit, dann muss das auch der gesamten Menschheit zur Verfügung stehen,
diese Erfindung, die da gemacht wird. Aber letztendlich heißt die Monopolstellung des Patentes auch immer, ich habe entsprechende exklusive Rechte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite jetzt den Patentschutz mit den exklusiven Rechten, mit der Monopolstellung des Patentinhabers. Und auf der anderen Seite haben wir die Ressourcen, die aus dem Bereich des Gebietes gewonnen werden. Die sollen jetzt aber der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt werden. Also auf der einen Seite die kommerziellen Interessen eines einzigen Unternehmens meinethalben und auf der anderen Seite die Interessen, die letztendlich im Rahmen des Gebietes vertreten werden, nämlich, dass sie ein gemeinsames Erbe der Menschheit sind. Und hier sieht man jetzt letztendlich dann auch dieses Konfliktpotenzial. Wie ist denn das letztendlich zu lösen? Es werden viele Lösungsansätze diskutiert und es ist nichts, was man jetzt hier im Rahmen des Workshops einfach so lösen kann. Es gibt noch keine optimale Lösung, sondern Lösungen werden eben diskutiert. Wir haben gehört von dieser Working Group, die von der UN im Jahr 2004 eingerichtet wurde, wo eben gerade dieses Thema auch diskutiert wird und wo unterschiedlichste Lösungsansätze je nach Interessenssituation, je nachdem welchem Lager ich angehöre, vorgestellt werden. Eine Möglichkeit, nur um mal einen Weg aufzuzeigen, ist die Einführung eines internationalen Lizenz- bzw. Abgabesystems für genetische Meeresressourcen, stammt aus dem Bereich jenseits nationaler Jurisdiktion. Für den Bereich der mineralischen Meeresressourcen ist im UN-Seerechtsübereinkommen ein entsprechendes Lizenz- und Abgabesystem vorgesehen. Das wird verwaltet von der Internationalen Meeresbodenbehörde, der ISA. Das heißt, es gibt ein Lizenz- und Abgabesystem für den Abbau von mineralischen Meeresressourcen, sodass man sich letztendlich überlegen könnte, ob man ein solches Lizenz- und Abgabesystem nicht auch für den Bereich der genetischen Meeresressourcen einführen könnte, eben am Beispiel der Regelung des UN-Seerechtsübereinkommens, wie wir es dort schon finden, indem man halt sagt, okay, wenn jemand ein entsprechendes Patent oder ein Patent erlangt im Bereich der genetischen Meeresressourcen, im Bereich des Tiefseebodens, dann sind entsprechende Lizenzen und Abgaben zu leisten, verwaltet eben durch die Internationale Meeresbodenbehörde, die ISA, die dann letztendlich nach einem Abgabenschlüssel die jeweiligen Einnahmen an die entsprechenden Mitgliedstaaten verteilen könnte. Ja, das war es erst einmal von meiner Seite zu dem Themenkomplex blaue Biotechnologien und geistiges Eigentum. Wir haben hier nochmal weiterführende Quellen zur Verfügung gestellt, insbesondere, dass Sie sich vielleicht auch nochmal mit dem TRIPS-Übereinkommen auseinandersetzen können, mit dem Standpunkt der WIPO oder auch der Biotechnologierichtlinie der Europäischen Union. Und dann bedanke ich mich erst einmal für Ihre Aufmerksamkeit.